Hallo, bei Beispiel Viereck wollen wir nun oder suchen wir in diesem Trapez den Winkel Phi, für den gilt d minus b durch c, dieses Seitenverhältnis also. Zunächst möchte ich noch kurz wiederholen, wie in einem rechtwinkligen Dreieck der Sinus eines Winkels definiert ist. Also wenn hier Alpha ist, hier haben wir den rechten Winkel, dann ist die Seite gegenüber des Winkels Alpha die Gegenkathete und die Seite gegenüber des rechten Winkels die Hypotenuse. Und der Sinus ist definiert des Winkels Alpha als Gegenkathete durch Hypotenuse. Das gilt in einem rechtwinkligen Dreieck. Gut, wir suchen nun den Winkel Phi, für den gilt Sinus des Winkels Phi ist gleich d minus b zu c. Das heißt, wir suchen hier zunächst einmal ein rechtwinkliges Dreieck. Das müssen wir erst einzeichnen. Dazu verbinde ich hier, haben hier ein rechtwinkliges Dreieck bekommen. Hier ist der rechte Winkel. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck versuchen wir nun, dieses Seitenverhältnis zu finden. Dadurch finden wir auch den Winkel Phi. Also, wir wissen, Sinus eines Winkels Gegenkathete durch Hypotenuse. Bei uns muss also C die Hypotenuse sein. Das passt. Anschließend suchen wir noch die Gegenkathete. Das heißt, die Gegenkathete des Winkels muss D minus B sein. Das D minus B ist noch nicht hingeschrieben. Allerdings sehen wir, diese Seite ist D lang. Dieses Stück hier ist B lang, das heißt, die Differenz, finden wir hier oben, ist offensichtlich D minus B. Und das ist gleichzeitig die Gegenkathete. Also müssen wir hier unseren Winkel Phi einzeichnen, damit wir diese trigonometrische Gleichung Sinus Phi ist gleich Gegenkathete D minus B zu C gilt.